Gildengefechte verhandeln mit FOE-Helper in Forge of Empires. Gildengefechte. Schon wegen des Wortes Gefechte hat das für viele Spieler etwas mit Kämpfen zu tun. Man kann da aber auch verhandeln. Sogar richtig gut. Genau darum geht es in diesem Video. Die Situation auf der Karte ist eindeutig. Wir müssen unbedingt einen Zentrumssektor holen. Zwei Kämpfe hat da bereits ein anderer Spieler absolviert. Fehlen also nur noch 98 Punkte und der Sektor ist unser. Na, das sollte doch zu machen sein. Ich klicke auf Verhandeln und bekomme über dem normalen Verhandlungsfenster der Gildengefechte das zusätzliche Fenster des FOE-Helpers automatisch eingeblendet. Dieses macht mir Vorschläge, was ich wo anbieten sollte. Ich klicke die einzelnen Güter an und verhandle. Ich halte mich dabei strikt an die Vorschläge. Das ergibt im ersten Zug einen Treffer und nun bekomme ich automatisch Vorschläge für die verbleibenden 4 Angebote. Ich habe Glück und die Verhandlung ist bereits nach 2 Zügen gelöst. Als persönliche Belohnung bekomme ich ein Ehrenstatuen-Auswahl-Kit-Fragment. Sehr schön. Nun ist im Wettstreit mit anderen Gilden Zeit oft ein kritischer Faktor. Wir sollten also schnell verhandeln, damit der Sektor nicht vorher vom Gegner eingenommen wird. Das erleichtert der FOE-Helper. Neben jedem Gut wird eine Tastenkombination angezeigt und die erste Ziffer ist der Platz, für den geboten werden soll. Die 1 bezeichnet den linken Platz. Die zweite Ziffer repräsentiert das jeweils anzubietende Gut in der vom Spiel angebotenen Reihenfolge, ebenfalls von links nach rechts. Ich folge auch diesmal ohne Abweichung den Vorschlägen und drücke 11, 22, 33, 44 und 55. Kurze visuelle Kontrolle, dass ich mich nicht vertippt habe. Mit der Leertaste oder durch Klick mit der Maus schicke ich das Verhandlungsangebot ab. Beim zweiten Zug exakt dasselbe. Man sieht bereits, dass es mit den Tasten schneller geht als mit der Maus. Beim dritten Zug genauso. Da nur noch 2 Güter offen sind, müssen auch nur noch 2 Tastenkombinationen eingegeben werden. Das Ganze nun einmal in Echtzeit. Ich nutze stets die Tasten im 10er-Block meiner Tastatur, mit denen bin ich am schnellsten. So kann man ein gutes Tempo beim Verhandeln vorlegen. Hinzu kommt, dass jede erfolgreiche Verhandlung uns der Einnahme des Sektors um 2 Punkte voranbringt. Kämpfe bringen nur jeweils einen Punkt. Ich beschleunige den Ablauf im Video mal etwas, das Grundprinzip ist ja jedes Mal dasselbe. Mit der Zeit bekommt man Übung und trifft die richtigen Tasten ohne hinzusehen. Dann läuft es extrem zügig. Oben links im Fenster des FOE-Helpers sieht man die Wahrscheinlichkeit, mit der diese Verhandlung gelöst werden kann. Wenn man alles richtig macht. Um es klar zu sagen, auch wenn der Spieler beim Verhandeln keinen Fehler macht, ist die Verhandlung nicht hundertprozentig zu lösen. Es kann auch mal schief gehen, so wie jetzt. Man sollte natürlich tunlichst nicht von den Vorschlägen des FOE-Helpers abweichen. Sonst müsste man die restlichen Züge dieser einen Verhandlung alleine machen. Der FOE-Helper kann aus Performancegründen nicht auf individuelle Abweichungen eingehen. Oben kann man noch Präferenzen vorgeben, beispielsweise möglichst wenig Medaillen zu verbrauchen oder bevorzugt Güter des vorherigen Zeitalters einzusetzen, um die des aktuellen Zeitalters so weit wie möglich zu schonen. Das ist vom FOE-Helper dann natürlich nur in wenigen Situationen anwendbar. Viele Spieler verschmähen den FOE-Helper beim Verhandeln, schließlich ist das ja richtig gutes Gehirnjogging. Bei der Gildenexpedition hat man so viel Zeit, wie man nur möchte. Da kann man dann das Gehirn trainieren und alles selber machen. Bei den Gildengefechten, wo es mitunter auf Sekunden ankommen kann, ist der FOE-Helper aber unschlagbar schnell. Natürlich nimmt auch bei Verhandlungen die Zermürbung zu, mit der Folge, dass die Verhandlungen immer teurer werden. Anfangs kostete es jeweils nur 1 Stück von jedem Gut, am Ende dieses Videos dann 10. Die heutige Aktion, 49 Verhandlungen am Stück zu machen, ist also nicht ganz billig. Es zehrt durchaus am Güterbestand. Ich mache das auch nicht jeden Tag.
Nun sind Gildengefechte aber auch Teamwork. So ein Alleingang, wie ich ihn heute zeige, sollte da definitiv die Ausnahme sein. Mit 4 anderen Spielern gemeinsam hätte jeder nur 20 Punkte holen müssen, also 10 Verhandlungen in meinem Falle. Das wäre in der Tat sehr günstig geblieben. Doch ein funktionierendes Konzept beweist man am besten mit einem extremen Anwendungsfall. Deshalb habe ich mich zum heutigen Alleingang entschlossen. Nach 10 Minuten habe ich dann den Sektor erfolgreich eingenommen und unsere Gilde damit ein gutes Stück vorangebracht. Dafür bin ich vom Spiel mit zahlreichen Belohnungen beschenkt worden. Das war ja im Ablauf immer mal wieder zu sehen. In Summe waren das 80 Fortschritte und 9 Ehrenstatuen Auswahlkit-Fragmente. Diese bringen mich den bald kommenden Stufen 6, 7 und 8 der Ehrenstatue wieder ein gutes Stück näher.